Real Talk. Ich kann nicht den kleinen. Du kleiner. Jo Leute, was geht ab? Back in dem Game, remember my name. Es ist wieder der Angel hier für euch am Start. Die ein oder anderen wissen das wahrscheinlich. Ich habe mal ein Video gemacht, mit dass ich auf eure YouTube-Kanäle reacte. Jetzt kommt Part 2. Also wenn ihr den ersten Teil noch nicht abgecheckt habt, könnt ihr den gerne oben in der Playlist raussuchen. Heute schauen wir uns mal wieder die ein oder anderen Kontrahenten an. Und wenn ihr wollt, dass ich auf eure Kanäle reacte, dann sendet mir einfach auf Instagram euren YouTube-Channel als Link und dann eine separate Nachricht mit eurem YouTube-Namen. Dann kann ich das besser vergleichen, weil viele sind halt zu klein, haben 50 Abonnenten oder so. Dann findet man die über den Namen nicht, deswegen brauche ich auch den Link. Und ganz wichtig, wenn ihr Fortnite spielt, dann werde ich euch leider nicht dran nehmen, weil ich möchte nicht immer auf Fortnite reacten. Deswegen, wenn ihr einen Vlog-Kanal habt, wenn ihr einen Entertainment-Kanal habt oder wenn ihr sonst irgendeine Kacke macht außer Fortnite und vorzugsweise Gaming, dann schickt mir eure Kanäle über Instagram. Heute haben wir ein paar echt coole Sachen dabei, da bin ich schon mega gespannt. Ein Video geht sogar um mich. Außerdem, was ihr dürft gerne Videos über mich machen, so YouTube-Kacke, ihr dürft mich verarschen, ihr dürft mich pranken, okay, das ist dasselbe. Ihr dürft auch Videos über mich machen oder auch Video-Ausschnitte von mir nehmen, das erlaube ich euch. Ich sag's ja auch immer in den Livestreams, ihr dürft gerne die Sachen von mir, die ich mache, dürft ihr gerne hochladen oder ihr dürft daraus eigene Videos machen, wenn ihr mich verlinkt, dann ist alles okay. Dann schauen wir uns doch mal den ersten Kontrahenten an und deswegen gehen wir jetzt auch in die Aufnahme. Passt auf, es könnte jetzt ein bisschen wackeln. Boah. Okay, das war's auch schon. Willkommen zum Marlon Vlogt. Los geht nicht raus an dich, Marlon. Du hast mir auf Instagram nämlich geschrieben, Marlon Vlogt mit Z und hast dich dann ersten Tag später korrigiert. Wie man sieht, hat der Boy hier auch schon alles ziemlich gut dargestellt, zusammengestellt. Kanal-Trailer ist auch am Start. Wir schauen uns jetzt einfach mal das Video an. So, Marlon, ich warte jetzt auf die heftigste Begrüßung. Ja, die heftigste Begrüßung möchte ich jetzt von dir sehen. Let's go. Herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog. Digga, Marlon? Ist der Bilou? Hallo. Heißt der Hund Bilou? Was? Mit dabei ist der Bilou. Hallo. Er nennt seinen Hund... Er nennt ihn einfach Bilou. Wie kann man das Bilou nennen? Was? Der Arme. Also, er spielt hier auch mit seinem Spielzeug die ganze Zeit. Hier. Damit spielt er jetzt auch die ganze Zeit. Oh Mann, das ist aber schon so ein sweeter Dog, ne? Der ist schon sweet, man. So, Marlon, zeig mal hier was. Hau mal raus hier, was machst du so? Hallo? Alter, ist das deren Anwesen? What the hell? Freunde, ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ah, der macht der Business, ja. Er kackt der einfach, oh Mann. Business. Da muss ich euch mal eine kleine Story erzählen, nämlich, wir hatten mal einen Aufpasshund. Der hieß Blanka und der hat immer im Stehen gepinkelt. Richtig geil. Der hat immer so die zwei Hinterpfoten hochgenommen und hat dann einfach... Digga, der hat einfach gepisst. Wir fahren jetzt ein Geschenk. Digga, er ist immer full Adidas Equipment, man. Kannst du direkt eine Karriere als Gangster-Rapper starten. Ach nee, dafür brauchst du ja Nike und Gucci. Sorry, habe ich vergessen. Einkaufen und zwar für unseren Vierbeiner. Was es wird, verrate ich euch später. Finde ich schon mal cool, dass du mir die Brille nachgekauft hast, Marlon. Was ein Sweetie Dog, ey. Ich verstehe gar nicht, wieso hat das Video 11 Dislikes? Wieso hast du so ein teures Equipment? Kaufen deine Eltern dir alles? Ach, das ist so schade, Mann. Ja, danke an Marlon, dass du mit dabei warst. Echt, keine Grüße gehen da raus an dich. Natürlich sind alle Leute, die ich hier vorstelle, in der Beschreibung verlinkt. Also könnt ihr mal gerne bei denen vorbeischauen und lasst denen doch mal den einen oder anderen Dislike da. Leute, das war natürlich absolut ernst gemeint. Ich weiß nicht, wie lange ich dich angucken muss, bis du das checkst. Kommen wir zum nächsten Boy, Nexus Skill. Irgendwie einer von euch hat mich extrem genervt auf Instagram. Der hat mir bestimmt 50, 60 Mal geschrieben, boah, reacte auf meine Videos und das machen wir jetzt. Ich habe ja ein Video gefunden, wo er in Mr. Gamer Pros Video war und ich dachte mir damals, was ist das für ein Kerl? Und ich wusste gar nicht, dass er selbst einen YouTube-Channel hat, deswegen... Ey Leute, was geht? NecroKNXQ wieder am Start für euch und heute ein kleines Video und zwar, ich war in Mr. Gamer Pros Omega Video. Digga, der hat ja einfach mal E.T.'s Finger bei sich im Face rumhängen. Labo, ey, nein! Chill doch mal dein Leben, Digga, Alter. Er schmeißt einfach sein Schulwerk, Alter. Sehst du aus, ob ich scheißen würde? Weißt du, keiner schmeißt für mich auf Omega seinen Stuhl um. Was ist da los bei euch? Beste Community, echt, da gehen noch mal echt die Special-Grüße raus an euch. Alter, wir machen jetzt eine Reaction auf einer Reaction.
So, der gute Nexus macht hier noch das ein oder andere Gameplay, best of alles, aber ich möchte jetzt hier nicht auf Gameplays reacten. Er hat noch so die ein oder andere Reaction auf Songs und auf ähnliches, also gerne mal bitte nicht vorbeischauen bei ihm, es wird sich auf jeden Fall nicht lohnen. Was ich eben gesehen habe, Digga, Marlon. Fast die 1000 Abonnenten erreicht hier, korrekter Dude. Nexus ist auch schon gut dabei. Ich muss mich nochmal bei euch bedanken für 60.000 more fucking Abonnenten. Echt fettes Danke, Mann. Und wir haben sogar auf dem Angel Tech Kanal fast schon 5000 Abonnenten, Mann. Dieser Kanal ist gerade mal einen Monat alt und hat schon fast 5000 Abonnenten, Alter. Wie krank seid ihr eigentlich manchmal? Als nächstes kommen wir zu einem guten Kontrahenten, der mich auch mal gut und gerne 30 Mal auf Instagram anschreibt, dass ich bitte auf seine Videos reacten soll. Somit habe ich natürlich ziemlich viel Bock, jetzt auf diesen Kontrahenten zu reacten. Wir reden hier vom guten Realness. Er macht echt viele Sachen, aber ich habe einen Vlog von ihm gefunden, wo er Leute verarscht. Street Comedy. Das habe ich mir noch gar nicht angesehen und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Ich habe richtig Bock. Sieht man das an meinem Gesichtsausdruck? Let's go. Heute wieder mal mit einem Gastzuschauer. Ein Kumpel. Servus. Digga, ihm war das richtig unangenehm. Er so, oh nee. Das ist doch keine Street-Comedy. Jetzt fängt das erst an. Leute, bei 1 Minute 7 geht's erst los, ne? Als Info schon mal da. Das war, glaube ich, die schlimmste Schrift, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Echt, ich weiß nicht, wer von euch das lesen konnte in der Zeit, wo das hier eingeblendet war. Ich konnte es jetzt nicht. Das fittet nicht mal komplett. Junge, was hast du da gemacht? Jetzt 13. Und wenn du jetzt vor 5 Jahren geboren bist, wie alt wärst du dann jetzt? Ich höre absolut nichts. Hä? Also du bist... Bruder, das Handy hat eine sogenannte Sprachfunktion, wo du auch gut und gerne mal Gespräche aufzeichnen kannst. Nur ein kleiner Tipp am Rande. Jetzt denkt er sich so, der kleine... Eine Begrüßung angesehen, die war schon ziemlich cool. Du erinnerst mich an einen Kollegen von mir, als ich mal Sozialstunden machen musste, musste ich so eine Gruppe von Kindern ein bisschen Sport unterjubeln. Wahrscheinlich unterjubeln, oder? What's up, YouTube? Nein, das heißt doch nicht Schnauze! Okay, chill. 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 Wieso ist der Sound nur auf einer... Hä? Womit hast du aufgenommen? Mono? Wow. Ja, Leute, heute mache ich einfach mal wieder ein bisschen lustiger das Video. Weißt du, ich kann das Video auch einfach nur die ganze Zeit jetzt so drehen. Dann habe ich wenigstens das Gefühl, wenigstens Gefühl zu haben. Versteht ihr, wie ich meine? Schaut auch nicht bei ihm vorbei. Und jetzt kommen wir zu dem Video, auf das ich mich wirklich am allermeisten gefreut habe. Denn es geht um mich. Der gute Snipes BJ, auch guter Niklas Ju Mod aus meinem Livestream ist hier am Start und dachte sich einfach mal, yo, wir machen eine Angler-YouTube-Kacke. Richtig geil, habe ich richtig Bock drauf. Ich habe mir gerade schon die ersten 10 Sekunden angeguckt und musste mich schon, da ist schon das eine und doch schon mal über die Ladentheke geflossen. Weisen, dass ihr es drauf habt. Dran rum, dann wollen wir uns jetzt... Wir sind betrunken, Alter. Rum, da wollen wir uns jetzt mal... Übrigens, Grüße gehen nicht raus an alle da draußen. Yo, du kannst meine Videos verwenden. Wenigstens, ich beweise euch heute, wie schlecht ich eigentlich bin. Real Talk. Ich kann nicht den kleinen... Du kleiner... Hätte ich mal 7 Sekunden länger geschaut, dann hätte ich dich auf jeden Fall nicht mit reingenommen. Tipp geben. Wie wär's, wenn du versuchst, deine... Real Talk. Ich kann nicht dir einen kleinen Tipp geben. Wie wär's, wenn du versuchst, deine Zuschauer zu unterhalten? Jetzt in die Mitte und dann gehen wir wieder weiter geradeaus. Boah, denjenigen, den holen wir uns aber jetzt. Bruder, das Ende war richtig awkward. Warte mal, Niklas, du hast jetzt nicht ernsthaft ein Drittel vom Video einfach einen Blackscreen reingeknallt, Digga. Was macht man eigentlich nur 20 Sekunden? Ja, okay. Er hat das gemacht wegen den Anmerkungen. Aber cool, dass du mein Video noch hier verlinkt hast. Guck mal, früher habe ich so kacke aufgenommen, ja? Und jetzt hier... High Professional. Ja, Leute, am besten löscht jetzt einfach eure Kanäle, drückt den Videos einfach hier alle ein Dislike rein und dann haben wir doch alle einen schönen Tag, ne? Natürlich ist das Ganze in dem Video komplett ernst gemeint. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, werde mir jetzt wahrscheinlich mit einer Gabel ins Augapfel reinstechen. Wahrscheinlich ins Augapfel, oder? Dann werde ich mir mit einer zweiten Nadel, die ich von einer Spritze habe, mir das auch ins Auge reinschieben und dann mal gepflegt die Pumpe aktivieren, sodass mein Auge platzt. Denn die Kacke kann ich mir hier nicht mehr geben. Jetzt mal Spaß beiseite, Leute. Schaut mal bei den Menschen, auf die wir hier heute reacted haben. Schaut bei denen gerne mal vorbei. Pusht euch mal so ein bisschen gegenseitig. Somit könnt ihr auch noch was erreichen hier auf YouTube. Bleibt immer motiviert und immer weitermachen, Freunde. Denkt dran, mir eure Kanäle einzusenden. Wenn ihr nicht wisst, wie, dann schaut euch nochmal den Anfang an. Ich danke für dieses Video, den habe ich doch ein Like verdient, ne? Alles, was ihr sonst noch wissen müsst, ist um mich drum oder in der Beschreibung verlinkt.
guckt da bitte nicht rein. Danke sehr. Da bleibt mir noch zu sagen, haut rein, wisst ihr, was ich meine.